Jörg Schmadtke, Ihr größter Wunsch im Augenblick? Dass Ruhe in den Verein kommt und dass ich den Verein verlassen darf. Der Ruf zieht ihn nach Schalke. Er kehrt zurück zu dem Mann, mit dem die Fortuna den letzten großen Erfolg erlebte. Alexander Ristić, Vater des Wiederaufstiegs 1989. Mit seinem Weggang begann die Misere bei der Fortuna. Die Trennung von Ristić war schon eine Entscheidung nach Lust und Laune. Das Präsidium war beleidigt, weil Ristić ohne dessen Wissen einen Torwarttrainer verpflichten wollte. Es kam zu einem Machtkampf auf der Jahreshauptversammlung 89. Der Vorstand boxte Ristićs Rivalen Werner Fassbender durch. Die Wahl von Fassbender, viele sahen sie als karnevalistisches Intermezzo. Ach, die sind anständige Jungs. Also wenn man den Förster, den ich lang... Man kennt sich in der Stadt und man duzt sie alle. Und er hätte also das Zeug zum Prinzen schon. Gar nicht zum Lachen fanden die Fortuna-Fans den Beginn der Saison 91-92. Fortuna startete mit 0-12 Punkten, so schlecht wie kein Verein vorher. Verantwortlich gemacht wurde Trainer Josef Hickersberger. Mit diesem Tor in Mönchengladbach war der Pepi nach nur 8 Monaten abgeschossen. Am Tag darauf präsentierte die Fortuna einen optimistischen Nachfolger. Abend, wie viele Monate geben Sie sich denn? Ja, ich gebe mir zumindest die Monate, die ich jetzt einen Vertrag unterschrieben habe. Das heißt bis Juni 92. Die Bilanz von Rolf Schafstahl ausgeglichen. 16-16 Punkte. Aber immer noch Tabellenletzter. Sportlich ging es mit der Fortuna aufwärts. Trotzdem kriselte es weiter im Verein. Seinen Abgang bereitete Rolf Schafstahl mit anderen Mitteln vor. Zuerst machte er Thomas Alofs zum Kapitän, nahm ihn aber dann nicht mit zum wichtigen Spiel nach München. Ähnlich war es bei Fortunas bestem Spieler, Torwart Jörg Schmadtke. Zuerst schmiss der Trainer ihn aus der Mannschaft, dann nahm er ihn in Gnaden wieder auf und mit ins Trainingslager nach Gran Canaria. Ein Zickzackkurs, der für viele nicht nachzuvollziehen war. Grund genug für die Karnevalisten vom Rhein wieder auf die Suche zu gehen. Der ehemalige Startrainer von der Isar ließ sich aber nicht locken. Dann entdeckte man am Flingerbruch den bisherigen Co-Trainer als möglichen Schafstahl-Nachfolger. Jürgen Gede, als Spieler nur in der zweiten Liga aktiv und auch als Trainer ohne jegliche Erstliga-Erfahrung. Ich wollte als Spieler in der ersten Liga tätig sein. Das habe ich leider nur bedingt geschafft, indem ich nur 2 Jahre in Schalke gespielt habe. Dann habe ich mir das Ziel gesetzt, okay, irgendwie, irgendwo möchte ich da oben mal arbeiten. Ist egal was und wie. Und wie gesagt, letztendlich hat das mit dem Spieler nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, okay, ich schlage die Trainerlaufbahn ein. Und jetzt habe ich die Chance und man muss Ziele haben in seinem Leben. Und das Ziel ist für mich Bundesliga. Und eventuell habe ich die Chance, als Cheftrainer hier zu fungieren. Der Imageverlust der Fortuna bewog die Geldgeber, Konsequenzen zu ziehen. Sie forderten vehement den Rücktritt des Vorstandes. Doch Vize Gärtner und sein Präsident bewiesen auch jetzt wieder gemeinsame Standfestigkeit. Sie bilden weiter das Chaos- und Führungsduo der Fortuna. Zukunft ungewiss. Jörg Schmadtke hat vor seinem Abgang nach Schalke noch einen guten Rat für seine Kollegin, wie sie die rote Laterne vielleicht doch noch loswerden können. Ich hoffe nur, dass viele, viele junge Spieler ihre Kritikfähigkeit bewahren und nicht diese nickenden Ja-Sager werden, die einige Leute gerne haben möchten. Kampf bei Fortuna Düsseldorf. Nach der neuerlichen Pleite gegen Karlsruhe hatten Beirat und Wahlgremium des Vereins Präsident Peter Förster gestern ultimativ zum Rücktritt aufgefordert. Dessen Reaktion er ließ das Ultimatum verstreichen. Ich kann das im Moment noch nicht einschätzen. Ursprünglich hätte ich ja jetzt um diese Zeit schon nicht mehr im Amt sein sollen. Und mir sind jetzt die Regelungen der wichtigen wirtschaftlichen offenstehenden Fragen, die sind mir im Moment am wichtigsten, weil ich auch damit klar zum Ausdruck bringe, dass es mir also immer noch um die Fortuna geht und nicht um den Beirat oder um den Vorstand. Für den Beirat trägt Förster die Hauptverantwortung dafür, dass es bei der Fortuna zuletzt drunter und drüber ging, auch außerhalb des Spielfelds. 6 Führungskräfte, darunter alleine 3 Trainer, verließen in den letzten 18 Monaten mehr oder weniger freiwillig den Verein. Der Beirat zu seinem weiteren Vorgehen.
Wir haben bereits gestern eine außerordentliche Mitgliederversammlung gefordert und die außerordentliche Mitgliederversammlung wird dann entscheiden, ob das Präsidium weiter in der Form im Amt bleiben kann oder nicht. Für heute 19.30 Uhr wurde Förster ein weiteres Ultimatum gestellt. Doch zurzeit deutet alles auf eine neue Jahreshauptversammlung hin, mit schlechten Karten für den bisherigen Präsidenten.